Lieber Vater, Königsberg war immer ein magischer Ort für mich, weil es für dich ein magischer Ort war. Eines Tages wollte ich mit dir in die Stadt deiner Kindheit und Jugend reisen, aber die russische Exklave Kaliningrad war für ausländische Besucher gesperrt, und als es nach 1991 möglich gewesen wäre, warst du längst tot. Jetzt bin ich, unendlich viel später, alleine hier, in der Hoffnung, dir noch einmal nahe zu sein, in dieser Stadt, die einst deine Stadt war und die heute ihre Identität sucht zwischen deutscher Vergangenheit und russischer Gegenwart. Zwischen Königsberg und Kaliningrad. Spurensuche in der Heimat der Eltern. Ostpreußen. Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen. Die östlichste Provinz des Deutschen Reiches. Das war einmal. Dabei ist Ostpreußen bis 1944 eine Oase des Friedens mitten im Krieg. Man glaubt sich außerhalb der Reichweite alliierter Bomber. Doch im Sommer 1944 bricht im Osten die Front zusammen und am 30. August verwandeln zwei britische Luftangriffe die Hauptstadt Königsberg in ein Flammenmeer. Im Januar 1945 beginnt der Sturm der Roten Armee auf Hitlers Reich. Bald ist Königsberg von drei Seiten eingekesselt. Nur noch zwei Wege führen nach Westen. Entweder über die Ostsee oder über das zugefrorene Haff auf die frische Nehrung, jenen schmalen Streifen Land vor der ostpreußischen Küste. Mehr als 1 Million Menschen versuchen zu fliehen. Ein Elendszug ohne Anfang und Ende, mit über 50.000 Toten. Nach dreimonatiger Belagerung wird Königsberg gestürmt. Am 9. April 1945 ist alles vorbei. 700 Jahre deutscher Geschichte ausgelöscht. Aus Königsberg wird Kaliningrad, eine russische Stadt mit fremdem Erbe. Mein erster Tag in Königsberg beginnt damit, dass ich mir auf dem Kopfsteinpflaster den Knöchel verknackse. Um mich zu trösten, singt Boris, mein russischer Begleiter, »Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei«, der berühmte deutsche Durchhalteschlager. »Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai«, trällert Boris weiter. Und ich erinnere mich an die Version meiner Eltern. »Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, erst stirbt der Hitler und dann die Partei.« Wir lachen und singen und ich staune. Ein Russe aus dem Ural kennt dieses Lied. »Das hat mir meine Mama immer vorgesungen«, erzählt Boris, »abends beim Einschlafen. Sie konnte sonst überhaupt kein Deutsch, nur dieses eine Lied.« Für Boris waren es die ersten deutschen Laute. Später hat er sich die Sprache selber beigebracht. So kann er nun deutsche Touristen durch Königsberg führen. »Ich liebe meine Stadt«, sagt er. »Ich liebe Königsberg.« Ich staune schon wieder. Er sagt Königsberg und nicht Kaliningrad. Vielleicht mir zuliebe, weil ich doch die deutsche Vergangenheit suche, wie fast alle Deutschen, die hierher kommen. Dabei haben die Bilder im Kopf mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Die Stadt der deutschen Ordensritter, die Stadt der Aufklärung, die Stadt Immanuel Kants existiert nicht mehr. Königsberg war einst das Symbol von Weltoffenheit und aufgeklärtem Bürgertum. Die östlichste deutsche Stadt. Hier fing Europa an. Hier gab es eine alte Universität und bedeutende Dichter und Denker. Von den Deutschen wurde diese Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg verklärt. Von den Russen wurde sie tabuisiert, wie ein schmutziges Geheimnis. Fast 50 Jahre lag bleierne Finsternis über dem nördlichen Ostpreußen und über Königsberg, das nun Kaliningrad hieß, benannt nach Kalinin, einem üblen Weggefährten Stalins. Das deutsche Erbe war eingekapselt, wie eine Fliege in Bernstein. Obwohl sich Kaliningrad inzwischen zu seinen deutschen Wurzeln bekennt,
ist die Stadt seltsam farblos, trotz goldglänzender Kuppeln, trotz bemerkenswerter historischer Details, der alten Straßenbahn, den alten Stadttoren und anderen deutschen Spuren. Backsteingotik neben sozialistischen Monumenten, Gründerzeit neben marodem Plattenbau aus der Ära Chruschtschow. Es will nicht zusammenwachsen, was nicht zusammengehört. Vieles an den Proportionen stimmt nicht. Das gilt für die Architektur dieser Stadt und vielleicht auch für ihre Menschen. Auf der Honigbrücke am Kneiphof halten achttürige Limousinen mit Hochzeitspaaren, die nach der standesamtlichen Trauung das Grabmal von Immanuel Kant an der Außenseite des wiedererbauten Königsberger Doms besuchen. Bräute, vielleicht flüstert ihnen der berühmte Philosoph ja dabei aus dem Jenseits eine seiner Weisheiten zu. Je weniger Bedürfnisse ihr habt, desto freier seid ihr. Königsberg war für Immanuel Kant ein besonderer Ort. Ein schicklicher Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis. Nach dem Krieg war es damit vorbei. In Kaliningrad sollte auch architektonisch nichts mehr an die deutsche Vergangenheit erinnern. Die Reste der im Krieg zerstörten Gebäude wurden gesprengt. Nur die Domruine entging diesem Schicksal, denn dort lag das Grab von Kant. Edwin Schreiner, der in seiner Kindheit einige Jahre hier gelebt hat und jetzt wieder zu Besuch ist, erinnert sich. Wir haben auf den Hufen gewohnt, im Westen der Stadt. Das ist die schönste Wohngegend, wie ja in vielen Städten in Deutschland. Direkt am neuen Schauspielhaus, das stehen geblieben ist und auch jetzt als imposanter Bau schön renoviert wieder dasteht, ganz in der Nähe des Zoos. Zuerst vorsichtig und dann immer entschiedener drängte das versunkene Königsberg nach oben. Aber auch immer mehr Kaliningrader begannen, sich mit dem alten Königsberg anzufreunden. Erstaunt nahmen sie zur Kenntnis, dass die Stadt mit ihren Renaissance- und Barockbauten, mit dem Schloss am Pregel und dem gotischen Backsteindom eine der schönsten Deutschlands gewesen war. Im Lauf der Jahre bildeten sich Gruppen, die von diesem Erbe retten wollten, was noch zu retten war. Alte deutsche Straßenschilder, das alte Kopfsteinpflaster, das Schwimmbecken der Robben im Zoo, zählt Boris auf. Für Arthur Sarnitz sind das alles Peanuts. Sein Traum ist es, die gesamte historische Altstadt von Königsberg wieder aufzubauen. Original und maßstabgetreu. Ist der Mann ein Idealist oder eher ein Spinner? Auf jeden Fall ist Arthur Sarnitz, schwarz gekleidet, mit Bart und Brille, ein geachteter, erfolgreicher Architekt. Als Sohn estnischer Eltern in Kaliningrad geboren, kämpft der Mitvierziger seit vielen Jahren für eine Renaissance von Königsberg, um der Stadt ihre Vergangenheit wiederzugeben und damit ihre Seele. Arthur Sarnitz hat dafür Archive durchforstet und alles zusammengetragen, was er an alten Fotos und Dokumenten aus der Vorkriegszeit finden konnte. 20 Hektar Altstadt sollen originalgetreu rekonstruiert werden, wie in Polen, in Danzig, Warschau, Breslau, Städte, die im Zweiten Weltkrieg ebenfalls total zerstört wurden und nun wieder neu erstrahlen im alten Glanz. Ich bin Königsberger. Egal zu welchem Land diese Stadt heute gehört, es ist ein Ort europäischer Geschichte. Und wer sich für diese Geschichte interessiert, dem tut es einfach weh, dass so viel Altes verschwunden ist und dass das noch Existente allmählich verfällt. Vielleicht sind meine Ideen zu radikal, aber ich fände es gut, wenn die gesamte Altstadt wieder original rekonstruiert wird. Natürlich mit moderner Technik hinter den alten Fassaden. Es gibt ja verschiedene Gruppen, etwa die Initiative Herz der Stadt, die darüber nachdenken, wie man unsere Stadt neu konzipieren könnte. Aber das bringt meiner Meinung nach nicht viel, weil die meisten gar nicht genau wissen, wie Königsberg wirklich ausgesehen hat. Deswegen habe ich eine Computeranimation machen lassen, die zeigt, was war und wie es wieder sein könnte. Zu
Zumindest virtuell existiert das alte Königsberg wieder in seiner ganzen Pracht. Arthur Sarnitz zeigt mir den Film in seinem Büro. Das Schloss, die Albertina-Universität neben dem Dom, die alten Bürgerhäuser, die historischen Gassen. Ich kenne die Bilder aus dem Fotoalbum. Es ist das Königsberg meines Vaters, meiner Großeltern. Die Vergangenheit lebt für einen Moment. Dann fallen mir wieder die komplizierten Besitzverhältnisse im heutigen Kaliningrad ein. Etwa, dass da, wo einst das Königsberger Schloss stand, heute ein Monster thront. Die berühmteste Bauruine der Stadt. Das in den 70er Jahren begonnene und aufgrund statischer Probleme nie fertiggestellte Haus der Räte. 1967 war das zerbombte Schloss, in dessen Keller sich womöglich das Bernsteinzimmer befand, auf Befehl Breschnews gesprengt worden. Man nimmt an, dass der Untergrund dadurch instabil wurde. Der 16-stöckige Bau geriet in Schräglage. Die Arbeiten wurden eingestellt. Knapp 30 Jahre später, 2003, verscherbelte die Stadt Kaliningrad den halbfertigen Betonklotz an einen Moskauer Unternehmer für den eher symbolischen Preis von umgerechnet 214.000 Euro. Der Investor wollte die 32.000 Quadratmeter in ein Büro- und Geschäftszentrum umwandeln. Doch seinen Worten folgten keine Taten. Eine Klage der neuen Gebietsregierung gegen ihn scheiterte. Der umstrittene Verkauf konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. So steht das Gebäude, inzwischen blau-weiß getüncht, bis heute auf dem historischen Schlossplatz und rottet vor sich hin. Ein Abriss ist aufgrund der Besitzverhältnisse derzeit unmöglich. Wie könnte sich ein wiedererbautes historisches Schloss neben so einem Monster behaupten? Arthur Sarnitz lässt sich von solchen Realitäten nicht unterkriegen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, zitiert er, hat auch keine Kraft zum Kämpfen. Er hat, so scheint es, beides. Natürlich ist das ein gigantisches Projekt, weil erstmal alle Nachkriegsbauten weg müssen. Und natürlich würde alles Unsummen verschlingen. Aber wir dürfen nicht nur von Geld reden. Wenn die Menschen, die hier leben, das alte Königsberger Zentrum wirklich wollen, dann werden sie es bekommen. Wenn das sozusagen Common Sense ist, werden wir auch das Geld dafür auftreiben. Und das neue Königsberg wird ein Teil Europas sein. Artjom Kachaturov glaubt nicht an eine solche Vision. Der junge Russe ist Organist im wiedererbauten Dom von Königsberg, der wichtigsten Sehenswürdigkeit der Stadt. Auch der Dombaumeister Igor Odinzow war vielleicht ein Träumer, sagt er, aber er war auch ein echter Macher. Er fing mit 100 Rubel an und nutzte dann 2005 die Feierlichkeiten zum 750. Geburtstag von Königsberg. Dieses Fest wurde international zur Kenntnis genommen. Zum ersten Mal bekannte sich unsere Stadt zu ihrer deutschen Vergangenheit und damit flossen die Gelder aus dem Ausland. Vor allem natürlich aus Deutschland. Aber auch unser Präsident Putin hat etwas beigesteuert. Er hat die Orgel finanziert. Das Ganze war ein vergleichsweise überschaubares Projekt. Ein einzelnes Gebäude mit einem besonders hohen Identifikationswert. Aber 2 Quadratkilometer Altstadt originalgetreu wieder aufzubauen, das ist doch was ganz anderes. Wenn wir irgendwas Historisches wieder aufbauen wollen, das erste Frage ist, wozu? Wozu möchten wir das bauen? Ja? Und jetzt ist das nur die Gerede. Wir wollen bauen, einfach bauen. Was wird in diese neue Gehäuse? Ja? Diese alte Stadt hat ganz enge Straßen. Und unsere russische Mentalität liegt nicht in dieser Stadt. Wir wollen immer mit dem Auto fahren. Und wo werden wir unser Auto parken? Das kann man in Moskau, in St. Petersburg sehen. Also Sie meinen, schon deshalb könnte der Wiederaufbau nicht erfolgen, die Rekonstruktion des alten Königsbergs, weil die Russen, die hier leben, Auto fahren wollen, breite Straßen brauchen und nicht diese engen Gassen von damals? Das ist eine Ursache. Ich denke, das ist Quatsch, irgendwas Historisches aufzubauen. Und die andere Sache, zum Beispiel unsere innere Politik in der Region. Im Kulturaspekt kann ich sagen,